Ja, hallo, hier ist der Querton. Ich bin nicht alleine. Ich habe auch den. Mich, hallo, Psycho dabei. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir kehren mal wieder zurück zu unseren Wurzeln der Verpeiltheit. Das haben wir schon länger nicht mehr getan. Und haben uns deswegen gedacht, wir machen einen weiteren Random Talk. Der letzte ist ja nun doch schon etwas lange her. Wobei ich letztens, muss ich sagen, habe ich sogar noch wieder eine Datei gefunden. Eines Random Talks, den wir mal Hatten wir nicht mal aufgenommen einen haben, aber nie aufgenommen? veröffentlicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Habe ich die auch noch? Weil dann Ich weiß es könnten wir ihn nicht. ja noch veröffentlichen. Das kann gut sein, aber ich glaube, er war eh nicht so gut. Mal Ich weiß schauen. es nicht mehr. Ich glaube, da haben wir ziemlich viel einfach nur so War nicht irgendwie ganz so random random. gelabert. Also ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Ich habe auch nicht so einen Plan. Wir Ja. bewegen uns auf einem schmalen Grat zwischen zu viel und zu wenig random. Das ist sehr schwierig. Gibt Game of Thrones Man Vibes, muss immer schauen, weil bei Random Talks ist es immer sehr schwer. Man braucht immer das. Ich finde, das Schwerste ist immer das erste Topic zu finden, worüber man dann reden kann. Bis man dann, wenn man einmal so drin ist, dann ergibt sich aus der aus dem einen. einen Thema ein Ja, anderes und dann genau. wuchert dieses Konstrukt immer weiter. Genau, und dann gibt es auf einmal plötzlich Sinn. Man braucht natürlich auch Leute, die da dann sehr gerne, sehr schnell irgendwie irgendwelche Themen haben, die ihnen dazu einfallen und darüber dann auch breit hier reden. Aber ich glaube, da sind wir die Aber richtigen wir sind ja Kandidaten. kompetent. Ja, zudem sind wir auch schon ein eingearbeitetes Random-Team oder so. Ja. Ja. Genau. Ja, ich bin hier gerade, um mich inspirieren zu lassen, natürlich auf Twitter unterwegs. Und ich. Ja, bald geht Game of Thrones weiter. Du guckst es wahrscheinlich Nein, ich nicht mehr. bin wie Schade. immer kein Serienschauer. Also keine Ahnung, ich habe letztens mal wieder. Ich hab herausgefunden, letztens auch über Twitter, glaube ich, dass bereits die 13. Staffel von Red vs. Blue draußen ist. Damals habe ich Ach wacker so, durchgehalten, ja. ich glaube bis zur dritten oder so. Habe ich mal gesehen. Und dann habe ich es auch wieder vergessen und wieder verplant und wieder nicht für weiter. Und dann hatten sie auch, finde ich, meines Erachtens zumindest mal so eine kurze Durchhängephase und dann habe ich es nicht mehr weitergeschaut. Aber das große Problem ist, warum ich immer ungern Serien anfange und oder schaue, ist zumeist, weil ich dann irgendwie so eine Seriensucht entwickle und mir dann erstmal für 3 Wochen komplett alles durchziehe. Oder das ist einfach nicht gut. Das habe ich irgendwann festgestellt, dass das nicht so toll Ach, ist. ich sag mal so, das ist eigentlich normal. Ja. Also, ich sag mal so, es gibt zwei Arten von Serienschauern. Es sind einmal die, die es im Fernsehen gucken und dann so jede Woche eine Folge. Kann ich nicht. Ja. Also, bei Game of Thrones wird das jetzt wieder so sein, da werde ich das so machen. Zwar nicht im Fernsehen, aber halt im Oh, Interwebs. ist das im Jede Woche. Interwebs? Ja, es gibt. Ja. Also es gibt dann Ja, also, nee, auf jeden Fall dann wieder jede Woche eine Folge, aber. Ah, das ist immer so kacke. Ich hasse dieses Warten dazwischen, das ist so schlimm. Das spannt dich so sehr auf die Folter manchmal, und wenn die am Ende noch so einen krassen Cliffhanger einbauen. Ja, Oh. zudem finde ich, also. Und halt, genau, die andere Sorte, die ich jetzt von Serien schauen, sind dann die, die ich auch sonst eigentlich immer bin. Ja. Mit meinem Streaming-Shit hier, so keine Ahnung, Amazon Instant Video oder so, keine Stimmt, du Ahnung. hast ja Prime, cool. Ja, dann einfach mal so 5 Folgen hintereinander zu gucken oder so, wenn man gerade gar nichts zu tun hat. Also ich muss ja sagen, dass ich, so bis in letzter Zeit gibt es ja auch wenig Serien, die mich thematisch wirklich interessieren, was ja daran liegt, dass ich ein unglaublicher Sci-Fi-Fan bin und da einfach letzter Zeit nicht wirklich viel kommt. Ich meine, die glorreichen Zeiten waren ja so Ding, wie nennt sich's? Star Trek und Stargate und sowas. Das schaue ich momentan, muss ich sagen, mit einem Kumpel von mir. Jetzt muss ich kurz Tee einführen, das klingt bestimmt, wie als würde ich pinkeln. Egal. Nur weil du es gesagt hast. Sonst hätte es geklungen, wie als hättest du Tee eingeschüttet, aber weil du es jetzt gesagt hast, denken die Leute Ist mal eine jetzt wieder billige an Ausrede, in Wirklichkeit falsche sitzt er Dinge. am Klo und pinkelt. Habe auch immer so eine Vorstellung, das wäre der perfekte Stuhl, weißt du? Du sitzt auf einem Klo, um dich herum so rechts von dir ist Kühlschrank und was weiß ich,
noch irgendwo anderes Zeug, wo Tiefkühltruhe und bla. Rechts von dir Ofen, hinter dir Minibar und vor dir PC und so. Ja, kannst du nur musst dieses Klo muss drehbar sein. Naja, egal, was ich eigentlich sagen wollte, war. Witzige Anekdote übrigens, wenn wir schon bei Toiletten sind. eine Bekannte von mir, ich erzähle es jetzt einfach mal so, eine Bekannte von mir. Okay. Nee. Der ist letztens, irgendwie hat sie es geschafft. Irgendwie kenne ich ein paar Frauen, die das schaffen. Okay, folgendes. Sie tun immer ihr Handy Nein. in ihre Gesäßtasche. Oh, sag bloß, das ist so. Ins Klo gefallen, bitte nicht. So, Moment. Sie tun ihr Handy in ihre Gesäßtasche. Dann platzieren sie ihr Gesäß auf dem Klo. Zuvor haben sie die Hose natürlich hinabgelassen. Dann, wenn sie aufstehen, ziehen sie die Hose wieder hoch. Ah, nein. Und dann ist das Handy aber nicht ganz in der Gesäßtasche gewesen, ja. Und dann klatscht das so richtig da. Wie ätzend ist das denn? Weißt du? Und das Geile ist, das ist besagter Bekannten vor ein paar Wochen mal passiert. Dann so, hab kein Handy und so, bla bla, nur über Facebook zu erreichen. Und morgen. Da hatte sie heute Morgen wieder so, das ist mir wieder passiert, so 2 Wochen später einfach nochmal. Alter, wieso tut man was, warum tut man sein Handy überhaupt in die Gesäßtasche? Das machen Frauen so. Ich verstehe aber nicht, warum, ich sehe es nicht ein, weil da geht's doch einfach recht schnell kaputt. Ich habe aber festgestellt. Ganz davon abgesehen, dass mein Handy ja mittlerweile gar nicht mehr wirklich gut in meine Gesäßtasche passt. Ich habe festgestellt, ich mache das auch so gut wie nie. Aber, als ich, wenn ich so, ich koche ja inzwischen mal oft auch selber, ja. So. Wenn ich das mache, dann will ich Musik hören. Und die Anlage ist aber ein bisschen weiter weg von der Küche und dann habe ich immer keinen Bock, das AUX da drin anzuschließen und so. Dementsprechend mache ich einfach Musik an meinem Handy an, will es aber auch nicht irgendwo hinlegen. Und dann packe ich es einfach in meine Gesäßtasche, weil dann hört sich die Musik immer noch ganz gut an. Das ist so. Oh Mann. Ja, und ich sitze ja in der Zeit eh nicht. Ja, wieso nimmst du denn? Weil ich stehe dann halt nach. Ja, ich finde es. Also, ich würde zwar Kopfhörer hernehmen, aber ich würde zwar immer noch verstehen, auch wenn du Kopfhörer verwendest, warum du es in die Gesäßtasche tust, weil. Also, zumindest ich habe das Problem, gerade dadurch, dass mein Handy ja mittlerweile etwas größer geworden ist. Was hast du jetzt nochmal? Ich habe jetzt das 15-20. Also 6 Zoll. Echt? Ich dachte, du hattest das 29. Das 29 hatte ich gehabt. Das habe ich dann fallen gelassen und dann habe ich jetzt gewartet, bis mein Vertrag so gesagt sich erneuert. Dann habe ich ja meinen Vertrag erneuert und habe jetzt coolerweise anstatt 200 Megabyte Datenvolumen, 3 Gigabyte Datenvolumen und das 1520 und alles für den Preis, den ich davor gezahlt habe. By the way, ich hasse auch diese ganzen Spacken. Also ich habe 500 Megabyte Datenvolumen. Ich komme damit meistens halbwegs gut aus. Bin manchmal gedrosselt, aber in manchen Monaten einfach nicht. Das ist immer so, was gerade so ansteht. Tatsache ist aber, da kommen immer so nach der Hälfte des Monats diese ganzen Leute mit 2 Gigabyte an und meinen so, boah, ich bin schon wieder gedrosselt. Was? Und ich hab mir so, was zur Hölle machst du mit deinem Internet? So, Alter, kann ich ja auch nicht verstehen. Ich bin da vorher mit 200 ausgekommen und das hatte ich jetzt dann 3 Gigabyte, was einfach mal, ich hab's, wie viel das 15-fache dürfte es sein. Also, finde ich krass. Naja, egal. Ich krieg auch bald ein neues Handy, weil mein Vertrag jetzt schon wieder irgendwie 2 oder 3 Jahre alt ist. Wann wird der erneuert? In 10 Tagen. Oh, in 10 Tagen. Schade, weil hättest du noch ein bisschen gewartet oder würdest du, so gesagt, wär's später, dann hättest du, also außer natürlich, du willst nicht bei einem Windows Phone bleiben, ich weiß es nicht, weil dann hättest du, so gesagt, zum Release von Windows 10 vielleicht erst einen neuen Vertrag haben können und dann wären neue Devices rausgekommen. Ich sag mal so, ich guck jetzt einfach, was da gibt. Wenn es natürlich ein Windows Phone gibt, was mir gefällt, dann nehme ich das natürlich. Aber ich bin mal gespannt. Es hieß sogar, ja, also wir wissen ja, dass ich der allerletzte Apple-Fan bin. Ja. Also, aber es hieß sogar irgendwie in dieses Schreiben, was die mir, ich weiß gar nicht mehr, wo, egal. Die haben mir geschrieben und dann so, ja, bla bla bla, iPhone 6. Ich so, entweder ist der krasseste Haken an dem Vertrag, weil es ist halt ein iPhone 6 und die Verträge sind bekanntlich dann immer ziemlich teuer. Ja. Oder ich muss halt nochmal anzahlen und dann würde ich es nicht machen. Aber wenn ich es günstig bekomme und der Vertrag okay ist, dann würde ich es vielleicht sogar machen.
Weil, keine Ahnung, dann hätte ich auch endlich mal die ganzen Apps, die alle anderen immer haben. Wie viel zahlst du für deinen Vertrag? Weiß gar nicht, 25 € oder Ach sowas. so, okay, ja gut, dann weiß ich es auch nicht, weil also ich habe mein Handy zum Beispiel, ja, so gesagt, kostenlos in Anführungsstrichen bekommen, also ohne Ja, Anzahlung. genau. Würde ich eigentlich auch Und eher das so kostet, also machen. hätte jetzt gekostet so 460 oder so. Also gut, ich zahle aber auch im Monat 50 €. Ja, ich muss mal gucken. Also, sehe alles ganz komisch, weil meine Mutter brauchte damals auch einen neuen Vertrag und dann hieß es so, hier, den, dies und das, kann man dann zusammenlegen oder keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Bald muss ich das ja eh dann nochmal absplitten und so. Weil ich weiß ja nicht, ob ich noch ins Ausland gehe oder nicht. Und Na, stressig das alles. so verstehe. Wundervoll. Na gut, was ich ursprünglich nochmal sagen wollte, und dann kann Genau, ich noch was ja. anderes sagen, weil es passt auch noch dann thematisch ist, war noch vor Ionen von Jahren ging es nicht noch über Serien. Und Ja. da wollte ich noch sagen, dass ich momentan zum Beispiel mit einem Kumpel angefangen habe, Stargate SG-1 wieder anzusehen. Und das ist tatsächlich ziemlich lustig. Genau. Ja, ich hatte es auch mal gemacht, weil es das halt bei Amazon Instant Video gibt und ich muss sagen, es ist ein Glücksfall, wie ich auf Amazon Instant Video gekommen bin. Ich hatte immer mal andere Streaming-Dienste ausprobiert mit diesen Gratis-Monaten, die da haben. Den einzigen, den ich mal sonst bezahlt hätte, war, glaube ich, Watch Ever für 2 Monate oder so, weil da halt irgendwie so ein paar andere Sachen waren, die ich sehen wollte. Und ja, sonst Maxdome mal ausprobiert. Maxdome ist übrigens übelst hinterfotzig. Ich hasse Maxdome, weil Maxdome ne, macht halt so, sagt halt so, ja, gratis Monat, bla Das bla. verlängert So, sich der wird natürlich, automatisch. das verlängert sich überall Naja. automatisch. Das ist nicht das Ding. Das machen halt alle. Außer Netflix, da komme ich gleich nochmal zu. Netflix ist so nice. Aber das erzähle ich gleich. Maxdome ist einfach so, du kannst das nicht einfach in dein Profil kündigen. Du musst ja entweder No. anrufen oder denen eine E-Mail Gott. schreiben, wie unnötig das einfach ist, weißt du? Oh, naja, egal. Netflix zum Beispiel ist übelst nice. Ich hatte nämlich vergessen, es zu kündigen nach meinem Gratis-Monat. Dementsprechend hätten sie jetzt sagen können, okay, wir zocken jetzt wieder ab 8 € ab. Oder so. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben mir 8 € abgezogen, haben gesehen, der Junge guckt das gar nicht mehr, hat es wahrscheinlich nicht gecheckt, haben gesagt, ja hier, wir haben das, ne, wenn du nochmal machen willst, dann buch nochmal selbst neu. Haben mir einfach die 8 € zurücküberwiesen. Und ja, das war voll geil. Alter, wie Weißt nice. du? Das fand ich also ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob die das immer machen, kann auch Zufall gewesen sein. Irgendwie, aber irgendwie. War nicht ganz Das hat gut. sicherlich keinen So. schlechten Eindruck hinterlassen. Zurück zu Netflix ist eigentlich eh das Geilste, aber ich zahle halt jetzt, habe halt schon Amazon Instant Video, brauche ich jetzt noch Netflix dazu. Genau. Amazon Instant Video war nämlich folgendes. Ich hatte Prime auch ausprobiert. Und dann hatte sich das auch automatisch verlängert. Ich dachte so, fuck, lohnt sich eigentlich gar nicht. Du bestellst zwar ab und zu was und bla. Und dann nach so einem halben Jahr kam dann plötzlich Instant Video. Und ich dachte so, ach so, ja gut, wenn ich das jetzt schon hab. Ich meine, so und im Endeffekt ist das ein guter Deal. Ich glaube, man bezahlt 50 € im Monat, im Jahr. Im Monat. Im Jahr. Und kriegt da eigentlich relativ coole Sachen. Bestimmt, vor allem glaube ich, haben die auch ziemlich viel, gell? Weil das ist ja immer so das Problem bei Ja. diesen Video-on-Demand-Diensten, dass die oftmals einfach halt die Auswahl nicht haben oder auch, was ich immer so gehört habe, zumindest auch so von Maxdome und ähnlichen, dass halt die Filme sind halt zwar die neuesten da, aber scheinbar doch insgesamt auch nicht so viele und ich habe dann von vielen immer gehört, dass sie halt gemeint haben, ja, ich habe jetzt eigentlich alles durchgesehen und jetzt ist halt blöd. Ja, das, also sagen wir mal so, es kommen immer mal wieder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für Perioden sind, die da haben. Alle paar Wochen kommt mal wieder so ein bisschen was Neues, aber dann kommt wieder irgendwann so ein neuer Schub quasi, ich weiß nicht, dann holen die sich halt neue Rechte, aber die sind halt auch immer nur für begrenzte Zeit. Die haben die dann so 3 Monate oder so und dann gibt es wieder was anderes. Das ist quasi so ein wechselndes Programm, So, also halt verstehe. zumindest bei Instant Video. Aber ich sag mal so, es gibt viele Filme, die auch definitiv gut sind, beziehungsweise viele Filme, die nicht schlecht sind, ich mir aber sonst nicht angesehen hätte. Ja. Zum Beispiel After Earth, so, soll gar Ja. nicht so geil sein mit Dings, aber wenn der halt da ist und ich nichts zu tun habe, dann habe ich mir den jetzt mal angesehen und fand ihn so, na, ich mag Jaden Smith immer noch nicht, aber ne, Ich habe trotzdem. von Arnold Schwarzenegger das Commentary dazu angesehen, das natürlich so total ironisch mal wieder war. Ich fand es einfach nur super lustig, weil er schon echt verdammt schlecht gewesen sein soll, der Film. Mit Jaden Smiths super Acting-Künsten nicht. Und sonst halt so das Ja. große Problem, was er da
so in dem Film hatten wir das halt einfach irgendwie das Coolste, eigentlich der Anfang war mit dieser komischen Stadt, über die es dann nie handelt, dann zeigt. Aber hey. Ja, aber da gibt es dann halt so ein paar Filme, die schon ganz cool sind, so, keine Ahnung, zum Beispiel auch ein Film, den ich persönlich dann wiederum sehr gut fand, aber den ich mir, glaube ich, auch sonst vielleicht irgendwann mal im Fernsehen angesehen hätte, aber ich gucke ja keinen Fernsehen mehr. Ja. Ist der Medikus oder sowas, keine Ahnung. Das ist ist ja so eine, ich weiß gar nicht, ist das eine deutsche Produktion? Ich glaube schon, so eine episch Shit, was auch immer, Produktion, und die war eigentlich ganz, das war eigentlich ganz geil, und dann ist hier so, keine Ahnung, gibt es auch so Filme. Na. Keine Ahnung, Tribute von Panem, Catching Fire, sogar den Film, und kommt wahrscheinlich World War Z oder so, oder keine Ahnung. Und jetzt haben sie halt neu auch Quentin Tarantino Sachen wieder reingepackt, was ich auch ganz nice finde. Ach so, ja, das war Und wirklich so, ganz ja. cool. Ja, ich benutze hauptsächlich momentan eigentlich immer nur, also ich habe mir ein paar Filme gekauft bei tatsächlich bei Xbox Video, die zwar Echt? vergleichsweise teuer sind, aber es halt hätte, was ich immer sehr liebe, ist halt das Tolle, dadurch, dass ich halt eigentlich nur Windows-Geräte habe, habe ich halt auch meine Filme überall. Und das ist halt auch ganz lustig und praktisch. Gut, aber ich habe es bisher eh nicht so viele Filme gekauft, weil ich momentan ja eh schon wieder auf was Neues spare, nämlich auf Sonos-Boxen, die ich mir holen will. Sonos, kennst du nicht Sonos? Ach so, Boxen. Ja. Ach so, ja, Die okay. natürlich mal wieder arschüberteuert sind, aber mein Traum vom Connected Home stirbt zuletzt. Ich habe jetzt schon Connected Lampen und dann brauche ich so noch Connected Boxen. Hey, die sind cool, die sind zwar auch Aber wieder dann teuer, erwarte aber. ich auch, dass du dann zu Hause bei dir reinkommst und einfach in die Hände klatschst oder so, dass dann das Licht angeht. Na, das kann ich leider nicht machen. Also vielleicht geht das irgendwie, wenn ich irgendwas machen würde. Es gibt auch so Lichtschalter, die man nochmal extra kaufen kann, die sich dann auch über WLAN mit den Lampen verbinden und dann da funktionieren. Aber momentan benutze ich eigentlich hauptsächlich Cortana, um die Lampen anzumachen, weil coolerweise Cortana ja auch mit anderen Apps funktioniert. Ich bin übrigens enttäuscht von Cortana. Muss ich gleich sagen, warum. Okay. Ja, sie hat leider im Deutschen nicht die Stimme, gell? Sie hat im Englischen hat sie auch nicht die Stimme. Im US-Amerikanischen hat sie die Stimme, aber im Britischen nicht. So, ja, okay, gut. Leider. Was ich bis heute nicht verstanden habe, aber sie wollten unbedingt, dass sie den britischen Humor auch hat und widerspiegelt und keine Ahnung, Ah. was auch immer sie wollten. Wie auch Oh immer. Mann. Wobei die britische Stimme nicht so schlecht ist, aber halt nicht Cortana. Naja. Ja, weil sie halt britisch ist und Ja, britisch eh ziemlich britisch ist cool so ist, cool. deswegen. Ich will ja, ich, Also, mein großer boah, Traum ist, nach ich war ja in Britannien London. auszuwandern. Ja. Ich war ja in London im Oktober mit einer Freundin, und Ja. dann war man also, keine Ahnung, das war eh so eine halbe geile Geschichte. Ich wollte öfter schon oder länger schon nach London so. Und weil ich halt überlege, ins Ausland zu gehen nach dem Abi, aber ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher und es ist bald soweit. Na. Wenn, dann würde ich halt irgendwie nicht so, keine Ahnung, wie die ganzen anderen Leute, Neuseeland, Australien, yeah! Ich so, ja, nee, Neuseeland ist zwar ziemlich geil, das verstehe ich von selbst, weil die Landschaften einfach so cool sind, Na. aber irgendwie so, keine Ahnung, so vom Feeling mag ich England. Oder es war mir irgendwie schon so immer sympathisch, und dann war ich halt in London und dachte mir nur, what the fuck? Die Leute sind einfach so nice, also die sind einfach alle besser erzogen, irgendwie haben alle bessere Manieren, ja. Na. Wenn du in London, ja, jemanden anrempelst, dann entschuldigt er sich bei dir, obwohl du eigentlich schuld bist. Sowas zum Beispiel. Oder irgendwann, wir waren ein paar Mal völlig verloren irgendwo, weil wir uns so ein bisschen verlaufen hatten. Na. Und dann kommen die Leute, die sehen dir das an und kommen auf dich zu. Und du denkst dir eigentlich so, als solcher bist du es gewohnt so. Die wollen irgendwie, sind Assi oder wollen dich ausrauben oder keine Ahnung was. Die kommen einfach auf dich zu. Ah, wo sollt ihr denn hin? Bla 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 bla. Und dann labern die erstmal eine halbe Stunde mit dir über irgendeinen Scheiß. Ach, ihr kommt aus Deutschland. Ja, ich hab da einen Cousin. Bla bla. So, Nice. ne? Total geil. Ach, herrlich. Irgendwie, die sind da alle so Ja, ist das feierlich. schon Und cool. auch das U-Bahn-Netz und so. Ich Das funktioniert meinte da der einfach Gap. alles viel besser. Alles viel besser als hier. Ja, und alle meinen immer, ja, die deutsche Infrastruktur ist so gut. Also, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie es im Rest von England ist, aber in London, Ja, gut, die in London ist Subways sind natürlich. zwar teuer, aber Aber laufen ich dafür glaube, auch die sind ziemlich auch nice. wiederum ziemlich alt, soweit ich weiß. Ja, mag sein. Also,
glaube, infrastrukturmäßig sind wir schon noch besser aufgestellt. Aber egal, ich finde einfach, ich will dort allein Ja, schon es funktioniert hinwegen. trotzdem besser. Also, wenn ich hier in Düsseldorf unterwegs bin, muss ich halt Ja, oft Düsseldorf, was? Düsseldorf, Landeshauptstadt NRW. Ja, also ist jetzt auch, ist halt schon irgendwie so ein kleines Capital, ja. Wieso muss ich dann oftmals 20 Minuten warten? Was? What the fuck? Okay, also bei uns Ja. am Hauptbahnhof kommt die U-Bahn im 5-Minuten-Takt. Ja, bei uns, ja, kommt ganz drauf an, wo ich hin will. Ja, ich Ja. sag mal so, da kommen auch alle 2 Minuten Bahn reingefahren. Ja, aber wenn ich von Düsseldorf, ja, in meine Gut. Stadt wieder will, dann ja, toll. Dann muss ich halt manchmal einfach warten. Und zu, wenn, kommt auch ganz drauf an, wenn du nachts da bist, dann ne, fährt einfach nach 3 Uhr da Ja. nicht mehr viel. Ja, gut, das stimmt. Und in London die ganze Zeit durchgehend. Ich Ja meine, gut, aber London ist natürlich auch eine Weltstadt. Also, ja. ich meine, wie viele Einwohner haben die da irgendwie ihre 10 Millionen mal wieder oder sowas, keine Ahnung. 10 Millionen. Naja, ganz so viel Ja, wahrscheinlich mit nicht. Umkreis, höchstwahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, die sind ja schon auch relativ groß und ich weiß nicht, Ja, der. trotzdem. Also auch als ich oh Gott, ja gut, das ist schon länger her, aber ich habe es nicht so in Erinnerung, dass es in Berlin genauso gut funktioniert Aber hat, wir sind ja aber weiß ich jetzt nicht klein. mehr. Wir haben ja nichts. Wie viel hat Berlin? Irgendwas 3 Millionen, glaube ich, oder? Das ist ja nichts. Berlin ist auch eine Weltmetropole. Ja, aber doch nicht im Und Vergleich von zu Köln will ich gar nicht London. erst anfangen. Gilt ja auch als Metropole. Also Ja, das ist ich ja will nicht gegen alles Köln haten, nicht. aber Düsseldorfer haten ja Warte, eh kommen immer wir gegen doch mal Köln. nach. Also es ist eigentlich egal. Also Wikipedia. Köln hat ein bisschen mehr als 1 Million, das weiß ich. Ja, weil London. da funktioniert ja auch irgendwie. Da Naja. 8 Millionen. Was sind da 3 Millionen Einwohner? Und in der Metropolregion, in dem Umkreis mit allen, sind es insgesamt 13 Millionen, das die haben. Das ist Peanuts. Die haben sogar 8,4 Millionen, fällt mir auf. Das ist schon fast. Und es ist noch 2013. Mittlerweile haben sie wahrscheinlich schon ihre 8,7 oder so. Hey, die wandern ja alle aus. Gerade London, die wollen ja Die nicht. Das ist ja mein großer Schotten sind Plan. ja Ich will sowieso ja alle so. entweder nach England, weil ich ja England finde ich ja super, allein schon, also ich finde den Humor schon so lustig. Ich liebe den ja nicht. Die Letzte Zeit habe Leute ich mir sind halt Monty richtig geil. Python dann auch wieder so durch auf und ab gesüchtelt, weil ich finde die einfach so cool. Und ja, entweder dorthin oder was ich auch noch ziemlich cool finde, ist die Schweiz, aber die wollen einen ja leider nicht mehr. Na, Ich finde nee. den Schweizer Dialekt auch so lustig. Oder Ja, Österreich. klar, aber Aber so zu Österreich ist halt leben könnte ich mir nicht so, vorstellen. ja, das kenne ich halt schon mit Bayern, so vom Dialekt her, das finde ich dann nicht mehr so lustig.